Karim El-Gohari, wie ist denn die aktuelle Lage dort in Kairo bei Ihnen? Ja, im Moment ist es eigentlich ruhig an allen Fronten. Ich bin gerade vor einer guten Stunde an dem Ort vorbeigefahren bei der Präsidialgarde, wo ja gestern diese über 50 Leute ums Leben gekommen sind. Dort ist es vollkommen ruhig, auch auf dem Tahrirplatz ist es ruhig. Alles scheint im Moment ein bisschen seine Kräfte zu sammeln. Interessant wird es vielleicht, wenn es dann wieder zu den Beerdigungen kommt, die jetzt erstmal verschoben wurden, weil die Leichen der gestern Getöteten erstmal in der Gerichtsmedizin liegen und die Papiere erst fertig gemacht werden. Die Beerdigung selbst könnte dann wieder irgendwie relativ explosiv werden. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass morgen hier in Ägypten der Ramadan anfängt und vielleicht trägt das auch ein bisschen zur Beruhigung der Lage bei, dass vielleicht doch alle Seiten etwas in sich gehen in diesem Monat der Besinnung und über doch irgendwie einen politischen Ausweg aus dieser Krise finden. Und wenn nicht, dann wenigstens, dass sie erstmal ihre Kräfte sammeln und dann hinterher weitermachen. Nach den Auseinandersetzungen gestern, wie ist so Ihre Einschätzung in Sachen Zukunft? Viele befürchten ja einen Bürgerkrieg. Was sagen Sie? Ja, also ich finde, man muss immer sehr, sehr vorsichtig sein mit dem Wort Bürgerkrieg. Das wird bei solchen Situationen immer sehr schnell aus der Schublade geholt. Aber natürlich ist es klar, dass diese Situation gestern die Polarisierung im Land absolut verschärft hat. Also das ist klar. Die eine Seite, die jetzt sozusagen auf der Gewinnerseite sind, diejenigen, die Muslimbrüder, wie sie sagen, losgeworden sind, die sagen jetzt viele von denen, so, jetzt machen wir den Muslimbrüder endgültig fertig. Und auf der anderen Seite die Muslimbrüder, die eben diesen ganzen Übergangsprozess überhaupt nicht akzeptieren und die auch zu einem Aufstand ihrer Mitglieder aufgerufen haben. Also eine sehr, sehr polarisierte Situation. Und ich glaube, einer der Hauptprobleme ist, dass wir, falls es eben nochmal in dieser Polarisation auf der Straße, wenn es weitergeht, dass wir eigentlich keine neutrale staatliche Institution haben, die praktisch zwischen die Seiten gehen kann, weil die Armee inzwischen wirklich als eine Seite der Polarisierung wahrgenommen wird. Die hat sicherlich spätestens gestern mit diesen Schüssen auf die Demonstranten da auch ihre Unschuld verloren. Ja, dann müssen wir schon mal auf die Wahlen gucken, weil das geht ja immer so weiter. Wie will man denn angesichts der aktuellen Zersplittertheit in einem halben Jahr wählen und möglichst ein tragfähiges Ergebnis hinbekommen? Also aus jetziger Sicht sehr, sehr schwierig. Ich würde sagen, wenn morgen früh gewählt würde, ja, würden sich wahrscheinlich die Ägypter in der Schlange an der Wahlurne prügeln. Also das wäre, glaube ich, die jetzige Situation. Man muss schauen, ob die entscheidende Frage wird immer sein, ob der politische Islam, der jetzt im Moment vollkommen ausgeschlossen ist aus der Politik hier, aus der formalen Politik. Die Muslimbrüder sind ausgeschlossen. Sie haben gesagt, sie verweigern sich diesem Übergangsprozess, weil eben ihr legitim gewählter Präsident weggeputscht wurde und deswegen nehmen sie an allem nicht teil. Wenn man es nicht schafft, diesen Teil der Gesellschaft wieder ins politische System hineinzubringen, und es geht hier nicht um ein paar hundert oder ein paar tausend Leute, sondern wenn morgen früh gewählt würde, hätte Morsi sicher noch mehrere Millionen Stimmen. Wenn man diesen Teil nicht zurückbringt in das politische System, wieder möglicherweise bei Wahlen oder bei Verhandlungen, wie es weitergeht, dann hat man tatsächlich irgendein großes Problem, ein sehr großes Problem. Dann werden auch Wahlen irgendwo hinfällig und das Problem ist natürlich, dass sich dieser Teil der Gesellschaft dann auch radikalisieren könnte. Kurz noch zum Schluss, die Verfassung muss noch überarbeitet werden, bevor es überhaupt zu Wahlen kommt. Wie soll das geschehen? Ja, der Präsident hat ja ein Verfassungsdekret herausgegeben jetzt, in dem er den Fahrplan für die Verfassung, die Verfassung ist ja jetzt im Moment suspendiert, die alte Verfassung, die von den Muslimbrüdern durchgedrückt wurde. Er hat jetzt gesagt, innerhalb von 15 Tagen muss ein technokratisches Komitee geschaffen werden, also hauptsächlich von Richtern und Verfassungsrechtlern, die sollen die alte Verfassung noch einmal überarbeiten. Das muss dann einem größeren Komitee vorgelegt werden, das eben auf einer breiten politischen Basis zusammengestellt und gesellschaftlichen Basis zusammengestellt wird. Und dann soll das Ganze einem Referendum eben vorgelegt werden. Das ist erstmal der Fahrplan, sehr ehrgeizig. Ob das alles so eingehalten wird, werden wir dann am Ende sehen. Hört sich schwierig an. Danke für den Moment, Karim El-Gohari.